Ja, Timo? Das ist absolut perfekt. Also, vielleicht könntest du nicht besser machen. Eben, das glaube ich eben auch. Das habe ich eben auch das Gefühl. Ich glaube, die Beleuchtung ist super. Willst du das noch einstellen, währenddessen ich sowieso schon scheiße rede? Schon lauf schon. Ich glaube, das sind 10 Minuten. Kannst du dich noch vorstellen? Interview. Psst. Interview Sarah. Take 1. Wir warten nur noch auf den Haze und sobald der gut ist, geht es los. Are you rolling? Okay, Kamera läuft. Ebene 1, Szene 1, Shot 4, Deutsch, Take 2. Und bitte. Sehr casual. Also ich würde eher sagen, wie geht's dir? Sami, Damen und Herren, was mir da alles macht, die Kunst. Oh, es hat mehr so Sauna oder so. Ebony Eis, Szene Eis, Shot Eis. Cut. Ich bin Zara und ich bin die Hauptdarstellerin und auch die Drehbuchautorin von Runaway. Wo wir die erste Szene dann wirklich gedreht haben und wo sie das Schauspiel abgeliefert hat, wo mich einfach umgehauen hat, das war sehr cool gewesen. Soll ich das Scheiße? Ja, nicht lachen, nein. Nein. Was ist mein Ausdruck? Was soll sie? Ja. Ich kann ja. Hat sie gesagt, du bitte? Ja. Ja. Ah, ich hab's nicht gehört. Okay. Ich hör nichts mehr. Ich bin schockiert von dem, was passiert ist. Der Windstoß kommt und das Licht geht an und ich laufe. Ja. Genau. Ist das so, machen wir das wenn mal. Ich so ja. Aufschaue, okay. Sieht es noch etwas aus. Rennen. Wir probieren es einmal so. Es kann sein, dass ich es zu lang finde. Aber ja, wir könnten auch einen Schnaufer nehmen, weißt du, was es macht. Ja, wir machen es einmal so, wie du es zuerst gemacht hast. Und ich schaue es mir an und dann entscheiden wir, ob wir es. Runaway ist mein Baby. Ich nenne es immer liebevoll mein Baby. Meine Idee, die ich vor ein paar Jahren hatte, mit mir umgedreht habe und dann das Glück hatte, in der Christina eine Partnerin zu finden, die das mit mir verwirklichen will. Muss ich es nochmal machen? Ich weiß ja gar nicht, ob ich die Kamera bei mir laufen oder dich anschauen. Es ist ultra weird im Fall. Ich bin Christina und in diesem Projekt durfte ich Regie führen und Projektleitung übernehmen. Und bitte! Hey! Cut! Sag
Es war vielleicht ein. Das dazwischen. Wir müssen dann wie als One-Take, glaube ich, brauchen. Ja, ja, ja. Wir müssen uns entscheiden, ob wir den One-Take machen oder ob wir. Und wenn wir beide verschiedene Tische beide. Wir könnten nochmal einmal den One-Take machen. Ja. Und dann auf den. Und sonst könnte man wie auch den, den du vorher gemacht hast, können wir einfach vorher cutten. Ja. Man wird es dann am Anfang hinschneiden. Ja. Aber das ist wie sozusagen, dass nicht der Film anfängt mit. Dass beide gerade schon kommen, sondern dass man wie Sarah okay. Zuerst ein bisschen sieht, laufen allein. Bitte! Was ich an der Kunst liebe, nicht nur an meinem Job als Schauspielerin, sondern jetzt auch hier in der Funktion als Regie, irgendwie, wenn man zusammen eine Vision hat und die umsetzt und zusammen alles dafür gibt. Das ist die Umarmung. Ja, es war nicht nur das Problem. Ich habe das Gefühl, es funktioniert in dieser Einstellung nicht. Ich glaube, die müssten sich schon gesehen haben, oder? Ich glaube, der Part nehmen wir wie eh nicht. Ja, ja, habe ich auch das Gefühl. Und bitte! Ich arbeite unheimlich gern mit der Christina in jeglichster Art und Weise. Sie ist Regisseurin und als Produktionsleiterin und ich finde, sie hat einen fantastischen Job gemacht, indem sie wirklich alle Zügel in der Hand hatte, zu koordinieren, die Übersicht zu behalten von allen Departementen, von allen Leuten, wie sie zusammenkommen, das Organisieren vom ganzen Dreh. Ich meine, das ist so viel, man kann sich das gar nicht vorstellen. Und ich finde, sie hat das mit der Leichtigkeit und der Wärme gemacht, mit so viel Liebe gegenüber jeder einzelnen Person. Sie war so herzlich gewesen in diesem ganzen Stress hinein. Weil für sie war es wahnsinnig viel Stress und viel Druck gewesen, weil sie am Set hat die Übersicht behalten und klare Ansagen machen, was sie wunderbar gemacht hat. Hat sie trotzdem ihr warme, gutherzige Ich nie verloren? Kat! wir haben uns vor vielen, vielen Jahren kennengelernt. Und zwar in der FMS. Also wir sind beide an der gleichen Schule. Wir haben beide ein Theaterprofil gemacht. Und. ja, ich habe schon am ersten Tag, als ich Sarah kennengelernt habe, ich weiss, es war die erste Lektion, wir haben uns vorstellen, irgendwie mit Namen und was wir werden wollen oder irgendetwas. Und ich habe gewusst, das wird meine beste Freundin. Genau. Ich habe es dann auch herausgefunden, irgendwann. Ein bisschen später, bei mir hat es ein bisschen länger gedauert. Genau. Ja, also wir haben eben so in der Schule, sowohl in der FMS als auch in der Schauspielschule, haben wir schon sehr viel zusammen gearbeitet und eben gemerkt, dass es gut funktioniert und ja, und jetzt ist es mega aufregend, dass wir selber ganz allein ein Projekt gestartet haben. Nein, ich will dir nicht widersprechen, sondern nochmal als zusätzlicher. Aber der Gedanke krass, ich bin da oben mit der Qualität von, du hast, welche Nacht hast du hinter dir, welches Wochenende hast du hinter dir. Das ist alles noch da. Jetzt. Ich glaube, ich gucke wirklich von unten auf rennen. Ja. Gut, machen wir nochmal einen Shot, weil jetzt ist es leicht. Das will ich bin ja. Ich bin der Colin, ich bin Teil von der Vision GmbH, von der Produktionsfirma vom Kurzfilm. Und meine Rolle beim Film war das Licht gewesen, und ich bin auch für den Schnitt verantwortlich gewesen. Oh, Achtung, es geht gut. So halb. Ich bin der Timo, bin auch Mitbegründer von der Wisher und meine Funktion beim Filmset ist eigentlich der Ton, dass ich den Ton aufnehme im richtigen Moment. Bitte schnell Ruhe. Okay, go. Ich bin der Janis und ich habe am Set vom Runaway die Kamera übernommen und werde in der Post-Production dann auch noch das Grading übernehmen für den Film. Ton läuft! Audio rolling! Kamera! Ja, Kamera set. Ist set? Ja, ist set. Ich würde sagen, 4,5 Stunden ist doch geschlafen worden. Immerhin. Hey. Ah, schau jetzt. Guten Morgen. Da kommt die Crew. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hi.
Morgen. Wir haben gut geschlafen. Ja, völlig mega ausgeschlafen. So, mindestens, ja. Hast du etwas Neues? Hallo. Ja, genau. Hallo. Und du bist? Und noch Statisten können organisieren. Jemand, ja. Ja, nein, wir müssen schon. Also es wäre das Ziel, dass man das Gefühl hat, sie steht auf dem Geländer. Das quasi, dass wir den Turm so bauen, dass er hoch im Geländer ist. Genau. Dass sie genau so dort draufstehen. Und dann können wir mit dem 70 bis 200 filmen und vielleicht sieht es so aus, als würde sie draufstehen. Aber es ist schwierig zu sagen. Vielleicht noch zu der Post-Production. Wir haben auch am Set schon überlegt, wie wir das Ganze wollen umsetzen, dass man das Zuschauer merkt, dass jetzt zum Beispiel in eine andere Ebene gewechselt worden ist. Also wir haben spezifisch darauf geschaut, dass am Anfang ist es vielleicht eher noch ein bisschen heller, ein bisschen farbiger und je tiefer sozusagen in die Ebene reingeht, desto mehr wird die Kamera auch von Hand bewegt und ist halt nicht mehr so stabil wie am Anfang. Es ist alles ein bisschen gewackeliger, vielleicht ein bisschen entsättigter zum Teil auch und mit mehr Kontrast und dunkleren Locations. Und das haben wir auch probiert, so umzusetzen. Und auch im Grading, wenn wir das so probieren, nochmal zu verdeutlichen, dass es wie jetzt eine andere Ebene ist oder halt ja, ein anderer Abschnitt von der Geschichte auch. Mit dem Colin habe ich vor allem im Schnitt dann eigentlich auch sehr viel zu tun gehabt. Wir sind das Dritte mit der Sarah noch oder auch das Zweite zusammengehockt. Und er hat mir manchmal ein bisschen leid getan, weil Sarah und ich vielleicht ein bisschen hibbelig sind und ein bisschen vielleicht unkonkret sagen, was wir uns vorstellen. Und er hat das aber extrem gut immer umgesetzt und hat das ausgehalten, dass Sarah und ich so ein bisschen wild und hibbelig und unkonkret sind und hat eine super Arbeit geleistet. Nein, bin schon, ich sollte nicht tun. Wo? Ja, da vorne. Ja, rennen. Stack, Stack, Stack. Dann wüsste ich, wieso will er. Ich bin Luke, bin 32 und ich bin Komponist und Produzent für die Filmmusik von diesem Kurzfilm. Was ist jetzt deine Originalstimme? Wenn man es nur ganz fein macht, dann ist es eigentlich, merkt man es fast nicht, aber es gibt wie andere Stimmfarbe. Mhm. Man hat das Gefühl, es ist eine andere Person. Just und wenn du das bei ein paar Dings machst, dann hast du wie unterschiedliche Personen im Kopf. Das macht sicher Taylor Swift mega oft. Vielleicht. Ich glaube, eines meiner tiefsten Bedürfnisse war, ich hätte gerne einen Sound, der so so ein so ein Tiefen, weißt du, so, wenn du im Auto sitzt und dann macht alles so und er so, aber du hast mir so einen Sound gefunden. Schlussendlich habe ich so einen Sound bekommen. Also von dem her, es war noch cool gewesen, wie wir haben können kommunizieren über sehr verwirrende Wege, aber irgendwie ist es angekommen bei dir. Was ich für am Anfang gut fand, wäre so das, was hoch ist. So die Höhe. Weil die anderen Sachen sind zu creepy. Achtung! Ja, es wirkt aber irgendwie noch. Also nicht alles, aber... Wie gut das gepasst
mein Gott! Eines meiner persönlichen Highlights war, wo ich zum ersten Mal einen Chor eingesungen habe. Nach einem richtig diversen Chor mit einer Stimme. Wir haben sehr, sehr spannende Sessions im Studio. Nochmal, dass ich dort die Emotion finde und dann sage ich dir, wenn es gut ist, okay? Und ich bewundere es absolut, wie sie es geschafft hat, zum Zug zu gehen in die Zeit, in die Emotionen, um das nochmal auszudrücken mit ihrer Stimme. Das habe ich sehr spannend gefunden und bewundernswert. Sorry. Sie hat gestrahlt. Was wir mit dem Film eigentlich so etwas erreichen wollen oder was wir uns erhoffen, was es bei den Leuten, die den schauen, auslöst, ist, dass einerseits Leute, die so Situationen kennen, die mit Depression oder auch Gedanken von Selbstverletzung kämpfen, dass sich die verstanden fühlen, dass die sich gesehen fühlen. In so einem Moment fühlt man sich oft sehr allein, sehr einsam. Man fühlt sich vielleicht, man hat vielleicht das Gefühl, niemand versteht mich. Und mit dem Film wollen wir eigentlich wie diesen Leuten zeigen, hey, du bist nicht allein.